So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Spartanern. Und ja, hier sind die schönen Abtrünnigen, die ich dann demnächst vernichten werde. Hier ist auch noch ein kleiner. Ja, ich muss halt jetzt schauen, dass ich dir die schnell wegbekommen, damit ich mit dieser Armee die eigentlich da ist. Weiß nicht, warum ich die da gerade nicht sehe. Oder ist sie schon da? Naja, auf jeden Fall, dass die dann schnell nach Britannien geht. Die geht dann hier hin. Die geht so hin und die macht so einen Schwung. Genau. Und dann sollten wir den Norden auf jeden Fall schon mal befriedet haben, wie es so schön heißt. Ja, genau, der ist hier. Genau, die machen sich gerade gegenseitig Avancen. Also Nummer 1. Achso, der war hier gerade. Der könnte hier hingehen oder gleich hier hin. Also das da wäre auf. Ja. Das da wäre auf jeden Fall klüger für ihn. Ja, nee. Hier kommt er nicht weit. Gegen drei Pikeniere, da braucht er schon gute Fernkämpfer, um die platt zu machen. Sind die Ekener mit nur zwei? Drei. Okay, Ekena sind drei groß. Carolina. Und Dumnonia. Was sehr interessant ist, dass die Ekena sehr, 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 sehr selten rauskommen. Kommen wirklich sehr selten hier in so großen Kampagnen, wenn die von den Briten, von den Briten, ja, wenn die von den von der KI gespielt wird, kommen die sehr selten wirklich da raus, was ich sehr schade finde. Man muss schon echt selbst die Ekena spielen, um da wegzukommen. Wobei, also die Ekener sind schon sehr, sehr schwer. Die sind schon sehr schwer, muss man schon sagen. Also jetzt, ja, an sich ja so Kelten oder keltische Fraktionen sind schon, finde ich, allgemein ein bisschen schwerer, vor allen Dingen am Anfang. Aber ja, der greift jetzt an, ne? Ist aber dumm von ihm. Naja. Dies ist ein Zeichen. Sorry, darf ich nicht. Bei Syrakus ist eigentlich hellenistisch. Aber naja. Hab ja die Challenge nicht gemacht. So. Ich will nur mal schauen, was der hat. Da hat gepanzerte Speere. Schwere Plänkler, die sind sehr gut. Aber dennoch wird das nicht ausreichen.
Wie lange halten die aus? 3 Runden. Gut, dann muss ich hier mal Gewaltmarsch machen. So. Sind das die Hopliten? Ja, Moral. Sehr gut. Okay, dann 1. 2. Ja, vielleicht komme ich auch nicht rechtzeitig dahin. Das heißt, der da geht mal dahin. Du befreist mal die da. So, sehr schön. So, wieder arbeiten. Und dann vergessen wir das Ganze. Gut. Hier unten wollte ich zuerst hier hin. Okay, da ist auch nichts. Nächste Runde dann. Und du schaust da weiter. Syrakus ist jetzt auch ziemlich im Bobbes. Naja. Also, ja. So von wegen so, ja, Syrakus müsste eigentlich auch als Verbündeter sein und ich bin seit, keine Ahnung, gefühlt der zweiten Runde oder so in Syrakus drin. Also, ja. Gut, meine Armeen sind auf dem Weg. Das ist gar keine Armee. Die habe ich bewegt. Die habe ich noch nicht bewegt. Das kann ich automatisch machen. Können wir plündern. So, und alles schön. Ah, es ist egal, was ich hier hinbaue. Preisen. Den könnte ich eigentlich auch behalten. Okay. So, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen größer geworden. Du scoutest mal hier hoch. Du. Oho. Da ist jemand zum Verteidigen da. Verstärkung 0. Okay, die haben gar nichts. Ja, 1300 gegen 2,8. Aber das sind, ja, das sind so easy Dinger, also. Schade. Ja, hätte ich auch plündern können. Ah, die hat selbst gerade geplündert. Okay, interessant. Was ist der größte hier vier hellenistische Einfluss? Zwei. Zwei. Hier vier. So. Dann machen wir hier mal. Hier Panem. Ja, wobei Panem brauche ich eigentlich gerade echt nicht. Steuersatz brauche ich auch nicht. Ich mache mal Loyalität. Okay. Dann nächste Runde. So. Ach genau, was ich noch sagen wollte. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den. An meinen Settings bisschen geschraubt. Könnt ihr mal gerne drauf achten. Ich
komme mit Ehre und... Weil, ja. Weil nämlich, normalerweise habe ich immer in 1080p aufgenommen. Und ja, ich habe jetzt erst neulich herausgefunden. Ah, cool. Der hat was. Ich habe erst neulich herausgefunden, dass YouTube, wenn man kein Partner ist, das dann runterdrosselt. Also heißt, dass ich ja immer schlechtere Quali hatte. Das ist mir auch aufgefallen. Ich wusste halt nur nie, wieso. Und genau, dementsprechend ja, will ich jetzt einmal probieren, ob das wirklich jetzt besser läuft mit der Quali. Und an sich müsste das besser laufen, weil die Daten, also die Videos, sind jetzt schon etwas größer. Okay, ich glaube, ich gehe hier mal runter. Minus 7. Mache ich mal Aquädukt. Das war spannend, dass ich die nicht weiter ausgebaut habe. So, hier mal landwirtschaftlich und Spaß. Und du gehst mal weiter. So, dann schauen wir mal. Ja, wo ist er denn da? Unsere tragisches Sklavenmädchen wurde von einem politischen Gegner gefangen. Sie war seit Jahren schon ein treues Mitglied des Haushalts und weiß alles über unsere Familie. Man wird ihr Wissen dazu benutzen, uns zu ruinieren. Schande. Minus 5 Einfluss. Sie zurückkaufen und sie gehen lassen, sie töten. Ich kaufe sie zurück, weil ich nett bin. So, du könntest jetzt mal heiraten, oder? Was meinst du? Eine spartanische Ehefrau. Und der Ehemann? Religiös. Okay. Okay, Familienpflicht. Melancholisch und Agoranomos. Okay, ist aber ganz gut. Die kann ich auch verheiraten, aber dann erst später. Wow, Tobi. Die kann ich jetzt auch verheiraten, aber erst später. Gut. Ich könnte jetzt... Nein, positive... Okay. Habe ich noch nicht? Nee, habe ich nicht. Nee. Na gut. Positiv ist noch nicht dabei, aber bald. So. Du machst mal diesen hier. Und bald geht's Richtung Britannia. So, ich habe ja mehr als genug zum Phrasen. Öffentliche Ordnung ist eigentlich auch überall top. An sich, ups, nee, das brauche ich gar nicht. An sich ist es halt zu dieser Zeit oder zu diesem Zeitpunkt dann auch immer ein bisschen blöd. Weil man hat überall positive Ordnung und so weiter, ist ja auch super. Aber somit ja, Kasernen, die baut man halt eher selten weiter, weil man so krasse Soldaten hat, also zum Ende hin, dass es sehr selten vorkommt, dass die dann mal sterben. Und wo bist du denn? Achso, der kommt raus. Ja, aber brauchen wir nicht kämpfen. Stimmt, die habe ich vergessen.
Genau. Ja, im Late Game finde ich, ist Roam schon ein bisschen schwach. Also es gibt selten wirklich krasse Schlachten, die dann sehr schwer werden. Es sei denn, man macht sie sich schwer, wie mit den Challenges. Aber wobei Sparta Challenge ist nicht wirklich schwer, weil Sparta ist hier ein bisschen zu overpowered. Da muss man schon echt gute. Da muss man ja schon gute Sachen machen, gute Skills haben, um da irgendwas zu drehen. Und ja, es kommt ja sehr selten vor, dass man irgendwie irgendwas wirklich ja, also was will ich eigentlich sagen? Also es kommt sehr selten vor, dass man mit irgendwas dann Schwierigkeiten hat am Schluss. Es sei denn, habe ich eigentlich alles? Ja. Es sei denn, man hat Schwierigkeiten mit Unsere ah, Verstärkung wie heißt das? Mir fehlen die Worte gerade. Mit also man legt sich selbst schwierig, also Stolpersteine in den Weg, sage ich mal. Na, also ein anderes Wort für man behindert sich selbst. Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Also zum Beispiel hier die Challenge ist an sich auch krass, weil man nicht mit jedem oder mit kaum Leuten also Bündnisse eingehen kann oder darf. Andererseits ist es halt easy, weil genau, und man darf keine Kavallerie bauen. Genau, andererseits ist es halt easy, weil die Spartaner so heftige Pikeniere und Hopliten hat, dass das sehr stark den, also die KI jetzt ja, entgegen wirkt. Wenn es hier eine andere KI wäre, dann wäre es schon mal schwerer. Und in den östlichen Staaten. Also momentan sind wir ja bei den Kelten und bei den westlichen Staaten, bei den Südstaaten. Aber in den fernöstlichen oder nahöstlichen Staaten, da ist es noch was anderes. Wobei nahöstliche eher weniger, sondern fernöstlich, die ja sehr stark auf Kavallerie geht, weil Kavallerie ist die Schwäche von den Spartanern. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann wird. Weil die könnten eigentlich raufgehen. So. Aber so zum Beispiel bei der anderen Challenge, die ich gerade mache, bei der mit den Seleukiden, wo ich nur Kavallerie oder Tiere produzieren, bauen, rekrutieren darf. Das ist dann noch mal was anderes. Und ziemlich viel schwerer, wie ihr gesehen habt. Oder wenn ihr es noch nicht seht oder gesehen habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen, weil da sind wir vom Zeitlichen, glaube ich, genauso wie hier. Wieso seid ihr wieder runter? Seid ihr dumm? Die chargen jetzt wirklich gegen die Mauer. Eieiei. Es gibt auch,
Eieiei. Naja, sind ja. Ist, ja. Das sind die Sklaven. Die haben es nicht so. Okay. Genau, also bei den Seleukiden bin ich ja. Ja, vom Stand her, vom zeitlichen her, genauso wie. Wie hier bei den Spartanern, nur. Ja, bin ich vom Eroberungszustand, sag ich mal, ja, noch nicht ganz so weit. Also, sagen wir mal so, ich bin gerade so über meine Haupt... Nee, ich bin gar nicht gerade so über meine Hauptbase hinweg. Also ich bin weiterhin, glaube ich, so groß wie beim Start. Oder sogar kleiner wie beim Start. Ist ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Okay. Also die Bogenkavallerie macht schon ihren Job. Die Spartaner, die kommen mal hierher. So. Wo ist mein General? Und? Ja, also. Unsere Stadt wird zwar belagert, aber ja, chillen wir mal. Machen wir da vorne noch Pause? Ja, jetzt lauft mal hier. Seid ihr Soldaten oder was? Ach, die Jugend. Na? Ja, die gehen mal komplett auf die. Ich glaube, die Jugendlichen kommen jetzt auch mal da hoch. Männer wanken. Wow, die schießen auf die Fliehenden. So, bitte Dalli Dalli. Nee, die können da nicht schießen, okay. Interesting. Und blöd. Aber ich glaube, das passt schon alles. Hier ist gut. Da ist halt ein bisschen Kuddelmuddel. Der da hat jetzt auch gewonnen. Die Pferde nerven halt ein bisschen, aber die werden schon abgeballert dann. So, ihr kommt mal dahin und geht dann hier rauf und dann ballert von oben runter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und sonst so? Wie geht's euch so? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, das mit den Bogenschützen ist jetzt doof. Okay, das ist jetzt sehr doof. Ihr geht mal weg. Jugendliche! Ja, Kommandant!
Wieso ruhelt das so? Und nein, an den neuen Settings kann es nicht liegen. Weil das ist ja... Das hat einen anderen Impact. So, bitte schnell. General, der ist immer noch nicht on point. Warte, kämpfen die da? Die fliehen doch. Oder kämpfen die etwa nicht? Hä? Ich bin sowas von verwirrt. Ich bin Jovaschwang verwirrt gerade, aber egal. Aber das war schon mal das war ganz gut, dass ich da noch ein bisschen Jugendliche hatte. So, bitte Dalli Dalli. Wer ist das jetzt? Ich bin sehr verwirrt. So. Ach, der geht außen rum. Das ist aber nicht sehr klug. Wieso hat er das mittendrin geändert? Ach. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, der Charge war auch für die Katz. Wieso, was ist denn jetzt hier? Hä? Wieso viel? Yeah. Ach. Wir chargen auch nicht wirklich geil. Naja, sind ja nur Bürgerkavalleristen. Wir wissen nicht, wie das geht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, es ist. Jetzt geben sie. Die sind so dumm. Wie soll man denn gewinnen, wenn die dumm sind? Naja, ganz genau. So, General, wir brauchen dich jetzt. Was machen die denn da die ganze Zeit? Naja. Gut. Geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall. Gut. Cool, 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 cool. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Und noch raus. Ja, weil die jetzt durch das Tor schießen, ne? Die schießen durch das Tor, aber feuern, also schmeißen ihre Fackel gegen das Tor. Ach, die sollen sich auch mal entscheiden hier. Diese Schweinchen. Dich kann bestimmt nicht durchs Tor schießen, ne? Ich bin mir sehr sicher. Ja, weil das Tor hier jetzt zugeht. Wir haben einen Turm eingenommen. So. Dann viel Spaß. Das können wir ja vorspulen. Unsere Tore sind komplett zerstört. Achtet auf die Rückseite! So, General. Wir warten. Aber das Öl funktioniert noch. Das ist sehr gut. Hey, diese Bogenschützen. Sie nerven. Die nerven hart. Und nur rein. Ihr dürft jetzt angreifen. Ja, rein hier. Sehr schön. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Oh, jetzt gehe ich mal weg. Den Rest machen die Türme. Gott, was für eine nervige, anstrengende Quake. Alter, 255 haben die platt gemacht, ne? Das ist für die KI und 124, also für die KI sind solche Zahlen schon krass gut. Muss man mal sagen. Ja, okay, 600, ja, ist schon ganz nice. Aber Hauptsache, die fliehen jetzt und werden dann aufgeschnappt von mir. Wobei, die könnte ich eigentlich alleine lassen. Ah, so knapp. So knapp. Ich wette, ich komme zu denen nicht hin. Das wäre so typisch. Das wäre so typisch. Okay, die Abtrünnigen haben anscheinend noch was. Wird erwachsen, super. Forschung abgeschlossen, Rang erhöht, wurde des Sklaven. Nachdem man für die Rückkehr des bezahlt hatte, wurde beschlossen, dass es zu viel wusste. Das Mädchen musste sterben. Wow. Dann hätte ich sie einfach gehen lassen können. Wozu? Hä? Das macht sowas von gar keinen Sinn. Oh. Das macht überhaupt keinen Sinn, die zuerst zurückzukaufen, anstatt sie zu töten. Und dann so, oh, sie wusste zu viel, dann doch lieber töten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und ich versuche wirklich das Sparta-Video, wo ich die
Top 10 Mythen von Sparta erkläre oder auseinandernehme und zeige, dass das noch dieses Jahr rauskommt. Das ist mein größter Wunsch eigentlich, das fertig zu schneiden und zu rendern und so. Ist ja so toll. Aber ja, ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch schaffe. Oh, hallo. Genau. Aber ich will es versuchen. Nein. Ich will es auf jeden Fall versuchen. ja. Genau. Dann macht's gut. Haut rein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye.